Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Bei mir ist gestern die Barbara Box angekommen und ich bin schon mega gespannt, was drin ist und freue mich aufs Auspacken. Es gab ja schon eine oder zwei Sneak Peeks. Ich glaube, es gab zwei Sneak Peeks, oder? Also ich weiß auf jeden Fall, irgend so ein Rucksack soll drin sein und ich weiß es nicht. Also das zweite Produkt fällt mir nicht ein, bin ich mal gespannt, was so drin ist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal. Und das Besondere an der Box diesmal ist, dass die größer ist. Also ich glaube, vorher war sie ungefähr so groß, wenn mich nicht alles täuscht. Kommt ungefähr hin, ja. Und jetzt ist sie doch ein bisschen größer geworden und sehr, sehr bunt diesmal. Also passt natürlich jetzt zum Frühling und zum bald anstehenden Sommer. Und ja, ich bin gespannt, was drin ist und würde sagen, wir starten jetzt. Es ist natürlich auch wieder eine Barbara dabei. Das ist die aus dem Monat Mai. Werde ich mir später dann anschauen. Und jetzt öffnen wir mal den Deckel. Und so sieht das Ganze schon mal von innen aus. Und schön aufmachen. Hier haben wir ein Heftchen und ja, ich würde sagen, wir greifen jetzt einfach mal rein. Das Heftchen lege ich mal zur Seite und ich kann auch schon mal sagen, die ist prall gefüllt. Als erstes kommt mir das hier entgegen und zwar ist das ein Bambusbecher, so hier in so einem Grau, von Reichstein und Kaufmann, genau. Also wirklich hier so ein Bambusbecher, also der ist sehr fest auch. Ja, mal schauen, für was man den verwenden kann. Und dann ist hier noch drin ein Schnupperspiel, Brainstorm für kreative Querdenker. Okay. Also hier ist eine Anleitung drauf. Könnt ihr mal auf Pause drücken, wenn euch das interessiert. Genau. Dann haben wir hier von Mercy Handy ein Produkt drin, und zwar so ein Handdesinfektionsgel in der Geschmacksrichtung Flower Power. Oh, riecht sehr, sehr lecker. Probieren wir doch gleich mal aus. Okay, jetzt kann man erstmal den Alkoholgeruch entgegen. Aber wenn es so eingezogen ist, oh, dann riecht es richtig lecker. Das ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsdüfte von denen. Also wenn ich jetzt mal so zurückdenke, was ich alles hatte, doch riecht der richtig lecker, Leute. Also der riecht richtig gut. Von Charlotte Manson haben wir hier ein Produkt drin, und zwar eine Summer Body Lotion mit zartfruchtigem Duft. Das sieht so aus. Also sehr flüssig. Und hat einen, ja, sehr fruchtigen Duft. Vielleicht so ein bisschen nach Pfirsich oder Orange. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Lässt sich aber jetzt hier jetzt nicht rausriechen. Also ganz leckerer Duft, also wirklich so sommerlicher Duft. Und ist auch wirklich für trockene Haut gedacht. So sieht das Produkt aus. Auf jeden Fall sehr interessant. Und sie zieht auch schnell ein. Also sie ist eigentlich fast schon komplett eingezogen. Und riecht richtig lecker. Hier ist noch ein Produkt von Charlotte Manson. Und was ist das? Ach, das ist ja cool. Das ist eine Kühltasche, würde ich sagen. Ja, das wird nicht befüllt. So sieht das Ganze dann aus. Also da passt schon ein bisschen was rein. Auch einen kleinen Henkel dabei. Also die finde ich echt cool. Ja. Finde ich super. Freue ich mich schon mal drüber. Dann haben wir hier, das
sagt mir so auf Anhieb jetzt gar nichts. Ah, hier hinten ist eine Anleitung drauf. Das scheint wohl fürs Handy zu sein. Perfekt für Bett, Zelt, Geschenk. Okay. So sieht das aus. Das hat hier so einen Clip dran. Und ich denke mal, das setzt man auf die Taschenlampenseite. So. Jetzt machen wir das mal an. Ja. Ist natürlich jetzt hier nicht dunkel, aber sie leuchtet dann. Und scheint dann wirklich statt diesem grellen Licht so ein helleres Licht zu machen. Ja, kann man brauchen. Würde ich mir jetzt aber so selber nicht zulegen. Von Ultrasun ist hier ein... Ah, genau, das war noch in der Vorschau drin. Und zwar ein Face Moisturizing Anti-Aging Sun Protection für Sensitive Skin, wasserresistent, Lichtschutzfaktor 50, finde ich super. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe, auf Instagram habe ich mal gepostet, dass wir dieses Jahr gerne in die Toskana fahren wollen. Und ja, wir haben den Urlaub jetzt vor 3 Tagen gebucht, es geht in die Toskana. In die Nähe von, oder was heißt in die Nähe, also es ist 1 Stunde Autofahrt von Florenz weg. Und ja, ich freue mich schon und da kommt natürlich so ein Produkt sehr, sehr gelegen. Es ist Anfang Juli. Juli soll sehr, sehr warm werden in Italien. Und deswegen wird es mit Sicherheit sehr gut da zum Einsatz kommen, weil unser Hotel hat auch einen Pool, den ich ausgiebig nutzen werde. Und als nächstes habe ich hier einen Notizblock für coole Ideen. Und der ist auch richtig schön sommerlich schon mit Wassermelonen und Eis oder beziehungsweise Wassermeloneis und so einem bunten Eis. Schaut richtig schön aus, ist halt auch so ein kleiner Block halt einfach für Notizen. Super geeignet. Als nächstes haben wir hier von Bella Pierre ein Produkt und zwar ist das so ein Loose Eye Shadow Snowflake. Das ist so ein weißer hier, den werde ich jetzt noch zulassen. Das ist, glaube ich, auch so ein Mineral. Puder oder Produkt, ja, genau. Bella Pierre hat an sich eigentlich schon immer gute Produkte, also ich habe ja von denen schon aus der Glossy Box ein paar Sachen gehabt und fand die eigentlich immer ganz gut, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, die kann man überhaupt nicht brauchen, aber es ist auch nichts, wo ich sage, muss ich unbedingt haben. Und dann kommen wir hier zum letzten Produkt und das war ja auch in der Vorschau drinne. Und zwar ist das hier ein Turmbeutel, würde ich fast sagen, ne? Von Loki. Was? Oh, Food Safe Resorbable, keine Ahnung. Den kann man waschen, er ist ökologisch wasserresistent, er ist leicht und er hält 10 Kilogramm aus. Und ich glaube, ich brauche eine Schere. So, jetzt habe ich das mal hier befreit. Und ja, ist auf jeden Fall schön groß. Und vom Design her gefällt mir der auch richtig gut. Ich glaube, in der Vorschau war irgendein anderer Beutel zu sehen. Fühlt sich eigentlich auch ganz gut an. Und er hat hier noch so einen Reißverschluss, wo ihr noch kleinere Sachen oder Geld oder sowas reintun könnt. Finde ich sehr, sehr praktisch. Und ich wollte mir auch schon längere Zeit mal einen holen für meine Sporttasche, für meine Sportschuhe, dass die einfach mal in so einem extra Beutel drin sind. Weil momentan verwende ich einfach so einen Jutebeutel. Und ja, ich wollte einfach mal was haben, was man schließen kann. Und da finde ich den noch perfekt. Ja. Gefällt mir richtig gut, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Somit haben wir jetzt hier 2 Taschen drin, was ich echt cool finde. Vor allem sind praktische Taschen, das ist jetzt nichts, was irgendwie sinnlos ist, ne? Ja, die Box ist leer. Und ich freue mich mega über die Produkte. Und ich glaube, das Highlight meiner Box ist, ich glaube, der Beutel, ja. Also der Beutel gefällt mir richtig gut
Und auch die Bodylotion kann man immer gebrauchen. Und ja, ich freue mich gerade mega drauf. Und das finde ich auch das Tolle an der Barbara Box, dass nicht nur Kosmetik drin ist. Also ich mag Kosmetik unheimlich gerne, aber auch, dass einfach nur so Lifestyle-Produkte drin sind. Weil sowas, klar kauft man sich sowas auch selber mal, aber ich finde es halt cool und ja. Genau, das war nämlich der Beutel hier, den man in der Vorschau gesehen hat. Mit so einem Paris und ja, also Paris ist jetzt nicht so mein Lieblingsort, deswegen hätte ich das jetzt nicht unbedingt gebraucht, deswegen finde ich das Design hier wesentlich schöner. Und dieser Beutel könnt ihr bei lokistore.com bestellen und der würde kosten 14,95 Euro. Dann haben wir die Sonnencreme, wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Also die Sonnencreme, 25 ml, sind auch hier angegeben. Kann man übrigens auf Amazon bestellen, steht hier extra mit dabei. Kostet dann 14 Euro. Von Bella Pierre das Shimmer Powder. Das ist ein Shimmer Powder, okay. Also ich hätte jetzt gesagt, das ist einfach... Ja, doch. Es ist ein Shimmer Powder. Also es, wenn man sich das hier jetzt an dieser Klebefläche anschaut, es ist so weiß-silbrig. Also es ist wirklich ein Shimmer Powder. Der Shimmer Powder kann sowohl als Lidschattencreme, Lidschatten mit Hilfe eines feuchten Pinsels, Rouge oder Bronzer verwendet werden und ist so genau die richtige für funkelnde Sommertage. Okay, als Rouge würde ich den jetzt nicht hernehmen und als Bronzer auch nicht. Es ist auch hier eine andere Farbe abgebildet. Also weiß nicht, ob der dann hätte drin sein sollen. Also den könnte ich mir eher wirklich als Lidschatten vorstellen oder als Highlighter vielleicht noch. Das ist maximal, aber ich glaube eher als Lidschatten. Ja. Genau, und das würde kosten 13 Euro. Kriegt ihr auf bellapierre.com. Dieses schöne Teilchen hier, dieser Clip-Lampenschirm, für gemütliche Abende auf dem Balkon oder draußen in der Natur bietet die Taschenlampenfunktion Ihres Handys kein stimmungsvolles Licht. Mit dem Clip-Lampenschirm filtern Sie das Licht und zaubern so eben nur eine gemütliche Atmosphäre. Soll kosten 9,99 Euro, würde ich niemals, niemals für sowas zahlen. Ja. Da ist wohl eher der Wunschvater des Gedankens. Die Mini-Kühltasche und die Summer Body Lotion oder es hätte auch ein Duschgel geben können, was ich natürlich noch besser gefunden hätte. Die Body Lotion 200 ml, 9,99 Euro. Das Duschgel auch mit 200 ml hätte auch 9,90 Euro gekostet. Und die Kühltasche ist hier angegeben mit 4 Euro. Ja, ich glaube, das ist einfach so ein Goodie, was man... wenn man auf der menzen.de Seite bestellt, wahrscheinlich als Set irgendwie bekommt. Dann haben wir hier diese Schnupperspiel drin. Also es gibt auch da, hier sind 36 Karten, glaube ich. Ne, 32 Motivkarten sind hier drin. Und man kann sich das natürlich auch im Original kaufen, wenn einem das Schnupperspiel gefällt. Originalspiel mit 120 Spielkarten, 9,99 Euro und bekommt ihr auf amigo-spiele.de. Der Bambusbecher hier steht jetzt nicht drauf, wo man den bekommen kann, kostet 6,95 Euro. Bambusbecher sind eine hervorragende Alternative zu Wegwerfbechern und perfekt für ein Picknick im Grünen. Der Becher ist besonders robust und verzaubert mit einem sommerlichen Pastellton. Ja, sommerlicher Pastellton finde ich jetzt nicht. Es ist einfach ein Grau. Es hätte aber auch andere Farben gegeben. Dieses Rosa oder dieses Blau, das wäre natürlich schöneres Pastell gewesen. Aber gut, kann man trotzdem gelten lassen. Ja, und das Mercy Handy hier, das kostet 2,90 Euro. Bekommt ihr auf mercyhandy.de und ich glaube auch im Sephora gibt es das. Und der Block hier ist angegeben, es ist ein Barbara Box Block, wird hier mit einem Preis von 5,95 Euro angegeben. Ja,
Das ist ein Euro-Artikel, also maximal. Also 5,95 würde ich jetzt für so einen kleinen Block nicht zahlen, auch wenn er super süß ist. Muss ich jetzt an der Stelle ehrlich sagen. Das war's dann. Das waren alle Produkte der Box. Ich finde, die Box ist wieder sehr, 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 sehr gut gelungen. Ich finde die Produkte super. Ich finde es schön, dass hier Lifestyle-Produkte mit drin sind. Die Box kommt ja bloß alle 3 Monate, also 4 Boxen im Jahr. Kosten 29,90 €. Und ich schaue mal, ob es auf der Seite einen Rabattcode gibt, wenn ihr die das erste Mal bestellt. Wenn ja, dann stelle ich den hier unten in die Infobox. Schaut auf jeden Fall mal gerne vorbei. Und ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten oder hier, ich bin mir immer noch nicht sicher, wo es ist, auf den Abonnier-Button. Und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Und für alle anderen, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!